Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom und herzlich willkommen zu Herrock Zockt Tell Me Why, das neue Spiel von den Dot Not Studios. Das sind die Macher hinter Life is Strange, Life is Strange 2 und Captain Spirit hatten wir auch schon hier auf dem Kanal. Ich mag diese Spiele ganz gerne. Das ist Xbox bzw. PC Microsoft Exclusive. Ich bin wirklich sehr gespannt, so ein bisschen Adventure Time mit Herrock mit diesem Spiel. Viel Spaß! Illois Crossing, Alaska, 1. März 2005. Das könnt ihr leider nicht sehen, weil es hinter mir ist. Tut mir leid. Hey, kiddo. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. Take your time. She freaked out. It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... Ui, okay. So das ist wirklich nicht okay. I killed my mother. Also da fängt Kapitel 1 schon mal hart an und interessant. Kapitel 1, Heimkehr. Wohnzentrum Fireweed, 2. November 2015. Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, zum alten Haus. I'm gonna drive okay. to Fireweed, and I'm not going to freak out. Everything's Bücher. Fine. Oh, right. I stashed them down. Feines drin. So that's where you've been hiding.
Ja, schauen wir uns nochmal das Foto an. Das packt sie scheinbar einfach nur weg. Gut, okay. Alright. I think I'm ready to go now. Achso, ich habe die Schlüssel tatsächlich. Da waren die Schlüssel. Ah, ich habe gar nicht auf die Schlüssel geachtet, sondern nur auf das Foto, was sie drin gelassen hat. Wir können ja trotzdem mal ein bisschen schauen, was wir haben hier. Just Between Us. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. Haben wir da. One more season. Grave Risen. What am I even gonna do with myself when it's over? Get invested in the lives of real people? Okay. Ich dachte, man könnte noch was auf dem Tisch untersuchen. Probably not gonna see any stars at this time of day. Das steuert sich gerade ein bisschen komisch. I've been practicing since high school. I'm probably super rusty. Was ist da? I could look at this artwork all day. Was er für Not the prettiest of my creations, but she weirdly kind of looks like me in the morning. Eine Art Laufen oder Rennen ist jetzt nicht, ne? Okay, also eigentlich ist es eigentlich eine göttliche Fügung oder eine glückliche Fügung, dass ich überhaupt die Schlüssel sofort auf Anhieb gefunden habe. Oh, sie ist verheiratet? Oder ist das ihr Highschool-Abschlussfoto? Why do I still have this? Ja. Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier noch mehr angucken müssen. Scheinbar habe ich ja alles, aber ich könnte noch Musik vielleicht machen. I need to bring this with me to Juno. Okay, nee. Nur mitnehmen. Da haben wir noch ein paar Bücher, Sir. Was haben wir da Feines? I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Okay. Da ist noch was, eine Rakete. Der sagt sie nicht viel. Da sind Tesafilmstreifen dran. Vielleicht kommen wir mit der nochmal in Kontakt. Da müssen wir nicht hin. Okay, hier haben wir noch ein Buch, was wir uns angucken können. Nightwatch, Alaska. I've got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd want to go. Tyler ist scheinbar ihr Bruder, das ist der andere, hey, den wir gerade gesehen haben. Hey, wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Ja, I might need to work on my sales pitch. Okay, so, die Kamera ist verflucht nah dran. Die könnte meiner Meinung nach ein klein bisschen weiter weg sein vom Charakter. So awkward. Okay. Ah, guck mal hier, kann man den lesen. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief. Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Ja, ich dachte mir, für ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer. Du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist. Die Maschinen, die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du? Ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool! Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Ja. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Die werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Fekis haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachzudenken. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist. Drück dich, Allison. Okay, gut. Haben wir den Brief auch gelesen. I can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. Hey, little guy. You're gonna be reunited with your sister soon. Okay, der ist eingesteckt. Cool. I'm totally ready to go now. Du kannst ihn Pausenmenü ansehen. So, so. Sollst du mir mal ansehen? Pausenmenü, Sammlerstücke. Die listigen Kobolde. Kann sich anhören. The crafty goblins are two cunning little thieves who live under the princess's house. They're always getting into mischief. Keine Ahnung. But they have good hearts. Okay, gut. Die hätten wir. Achso, die Pflanze. Was mit Bye, der? Herbert. Herbert. Das ist doch... Ist das nicht eine Anspielung an Maniac Mansion? Ja.
You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. Glaub's schon, ne? Genau. Mein Name ist Herbert, komm irgendwie I need so to get my vor. Application ready for next summer. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es kann schon gut sein. Vielleicht haben wir noch einen Karton. Take me. This box of junk treasure is now yours. By the first law of finders keepers. Okay. Hat er noch eine Box irgendwie geschenkt bekommen, aber die kann man sich nicht weiter ansehen. Also ich konnte damit jetzt nichts weiter machen. Ja, haben wir hier im Kalender. Na gut. Testosterone. Und noch ein Zettelchen. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Tyler. Okay, Tyler hat noch ein Zettelchen hinterlassen. Dann zischen wir auch mal ab. Noch einen letzten Blick rein. Ja. Also ihm hat scheinbar im Knast gefallen. Schmeißt du den denn weg? Der hätte sich bestimmt darüber gefreut. Ja, fiese wichtig. Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, I... It's fine, Allison. Hi is a good place to start. It's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Ja, wahrscheinlich die Leute, oder? Ich muss erstmal gucken hier auf diesen Controller. Das ist ein Xbox-Controller. Daran bin ich nicht so sehr gewohnt, was hier X und Y ist. Okay, die Leute, sagen wir mal. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Really, I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies.
Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Ach, guck mal. Kann ich wenigstens die Kamera hier bewegen? Kann ich irgendwas machen? Kann ich mit einem von beiden irgendwo hingehen? What about you? Ja. Allison? Oh. Träumt. Zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Was? Hier gedrückt halten uns an. So schlimm? Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. Das würde ich gern sehen. You think people talk about our house this way? Probably. Was zum Anklicken? Nö, sah nicht so aus. So, ein bisschen mehr Dynamik really going back könnte jetzt schon in die Szene rein. To Stonehouse? I meant we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juneau. Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Blah. Shoot. I was told... I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask?
Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. So, so. Allison? Yeah? Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please, for me... He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Vielleicht, boah, ja komm, nehm's an. Ich bin immer zu gut bei solchen Sachen. Aber ich tu's ja für sie. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you. Absolut. Not genau Chief das, Brown. Was ich sage. You know, you could call him Eddie. Or even Uncle? Hard pass. Did you hear that? Das ist ein schönes Erlebnis sein, wenn man da auf so einem Boot ist und dann auf einmal taucht da so ein krasses Tier auf. Would so ein it ruin the moment Ding, if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Okay, wir sind jetzt erstmal ein bisschen bei ihm. It's so weird being back on this boat. Yay! Wollen wir hier nach oben gehen? Ja, geht leider nicht. Abgesperrt. Aber hier hinten haben wir noch was zum Untersuchen. Hm. Ist das eine Knarre? Hm. Ja. Impressive, ain't she? You planning to land a moose with that? Good eye. On a draw and a bull tag up this way. You got your license and tag on you? Why, yes, officer. Everything's in order. You hunt? Never had the chance. No. Too bad. Ain't nothing like laying down the hammer on a big damn animal to make you feel alive. Where are you headed? Delos Crossing? Same here. You from around here? Ich sag jetzt einfach, ich bin nur zu Besuch. Just in town for a few days. Bin zu neugierig, der Typ. Any relatives in the area? Ich sag, wir wollen nur passieren. Like I said, just passing through. Well, however short it may be, sure you'll appreciate your time. It's a beautiful place. Gute Fahrt. Well, enjoy the rest of the crossing, sir. You too, young man. You too. Ist mir irgendwie ein bisschen suspekt sofort schon der Typ, aber ich wollte mir erstmal das Schild angucken, danach kann ich nochmal mit dem labern. Peter, when everything else fails, try doing what the captain says. Charming.
Ja, okay. Dann rede ich jetzt nochmal mit ihm. I'll see you around town. Geht nicht mehr. Okay, na toll. Ja, das ist dieser Sixpack-Typ hier. Oh, yikes. Gott, ja. Hey, I heard that. Kann ich jetzt nochmal mit ihm reden, weil er das jetzt auch gehört hat halt? Irgendwie, der ist mir enjoy the ride, son. Das ist mir unsympathisch, der Kerl. Ich hätte dem vielleicht ein bisschen böse entgegentreten sollen. Hey, Allison. Can we take the scenic route instead of the highway? Gehört nie hin. Allison? Don't think she can hear you. Guess not. So, was haben wir hier? Einführung Igel-Kraftwurz-Tee herstellen. Aha. Na gut, okay. Sieht nicht so interessant aus. Damit da. Ah, fuck, falscher Knopf. Okay, nochmal. Was haben wir da? So. Biete 5 Meter Kanu, stabiler und robuster Glasfaserrumpf, Heckspiegel, bla bla bla. Okay. Gibt's hier noch so? No open. Jetzt geöffnet. Drew drop in bed and breakfast. Aha. Na gut, da kann man sich die schönen Sachen von Denelli anschauen. One day soon, I hope. Ganz Performance. Under the sea. Gaston under and the sea. Fancy. Wait. Wasn't that Allison's high school? Right. Wer weiß das schon? Haben wir hier? Spitz unsere Heimat. Wir haben keine andere. Aha. Gut. Dann haben wir alles gesehen. Ja, ein bisschen bewegen hier. Hier noch irgendwas Feines. Nischt so aus. Gut. Dann labern wir mit Allison. I can see the harbor. We're almost there. Hier war doch gerade neben Allison noch so ein Punkt, wo man eigentlich rein konnte. Jetzt nicht mehr. Kann ich nicht mit ihr reden? Ich kann nichts machen. Ich kann hier nur mit ihr rumstehen gerade. Almost there. Ja, aber es dauert halt noch ewig, bis wir zu diesem Hafen kommen. Ah, okay. Man kann schon mal hier einsteigen. Gut. Ich dachte jetzt echt, ich muss mir angucken, wie man da hinfährt. Woher soll man das wissen? Das ist mega oft so. Basically, exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill.
From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her. Allison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Nun gut. Wenn wir reingehen müssen. After you. Ja, nach dir. Ich will erstmal kurz einmal hier rumschauen. Mich ein bisschen nervt ist, dass man nicht, scheinbar nicht rennen kann. Ach, jetzt rennt er von selbst auf einmal. Gut. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not. I can't believe these are still here. Yeah, we should hide them so they don't frighten away potential buyers. Na unten. Okay, hier unten gibt es noch so einen kleinen Bootsschuppen. Der sieht doch ganz nett aus. Das Schlimme ist immer, ich mache mal sowas und gehe das Ganze ab. Aber normalerweise, wir müssen ja wahrscheinlich einfach nur reingehen und irgendwann werden wir von dem Spiel auch noch hier. Ja. No, you're right. Er rennt von selbst zurück. Okay, gut. Gut, gut. Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Guck mal hier. Oh. I bet we left all kinds of cool things in there. Können wir uns jetzt nicht mal angucken. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal rein. Da wird es vielleicht bestimmt noch eine Aufforderung geben zu, guck dir all den Müll an, der hier ist. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. Was hätte er erwartet? Es war doch klar, dass sie einen Schlüssel brauchen. You sure that's the right key? Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah. We find another way in. Jahre nicht mehr beim Haus gewesen. Never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah. We had a million ways in and out of this old house. Okay, jetzt wären wir sowieso aufgefordert, hier draußen rumzurennen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir durch den Bretterverschlag, den wir gerade schon gesehen haben, reinkommen. The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. What should I say? Die crafty goblins haben hier hinten. We almost spent more time as goblins than we did as kids. Mal kommen hier rein. Do you remember all the other characters? The moon hat. You need a hand with that? No, it should be fine. Zumindest irgendwie entfernen. Ja, so nicht if we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something to pry it off. Okay, also müssen wir erstmal zum Schuppen. It's screwed in pretty good. We need a screwdriver. Gut, gucken wir mal da. Vielleicht reicht der Schlüssel ja noch hierfür. At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Okay, da kommen wir auch nicht. Ach, guck mal da. Hey, it's locked, all right. Ist der Schlüssel dort? Auch nicht? Ah. Okay. Should be something in here that'll work. Yeah. Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait, I, Lag das Fenster ein? I feel like something strange. Okay. Dein Band zu fokussieren. Okay. And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble von diesem Spiel, was Life is Strange mit Zeitreisen hatte. You were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse.
Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did, but that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And, that's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah, me too. Hurry! Let's go see the silent frog. Coming. I'm coming. What? Stop sulking. I told you already. I'm sorry. No, yeah. You're not. Okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Guess we know where to search now. We just have to remember which one is the silent frog. One is the silent frog. So, which one of you is hiding the key? Wieso, oder? Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, come on. Okay, sorry. Nice job keeping the secret, buddy. Yeah, den Schlüssel hätten wir schon. Dann holen wir uns doch den Schraubendreher. Können wir uns auch alles andere hier holen? Was ist das hier vorne? Huh. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Es wäre vielleicht ganz geil, wenn er sagen würde, was das Wesen war, das Vogelfutter. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Kann ich mir eigentlich irgendwie im Menü angucken, was ich habe jetzt alles? Sind das alles Sammlerstücke? Nö. Sitzen, einstellen. Auch ein bisschen komisch. Es gibt keine wirklichen Menüs. Sehr strange. Jetzt habe ich sie nicht entdeckt. Sonst nichts drin, ne? Okay, ja, dann hauen wir mal die Bretter da runter. Gewalt. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? So. Ungeziefer würde ich mal vermuten, aber da in der Kälte, da wird ja auch nicht viel rumkreuchen. Ratten vielleicht. Everything okay down there? Tyler? Alter, ah! Mal erschrecken. Oh, that's not funny. Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. Alright. I'm going in for real this time. Okay. I'll see you at the front door in a few minutes. Okidoki. So. Ja, wir müssen ja vermutlich hier drunter. Gehst du jetzt da lang? Ouch! Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Wait. What? Where are you? Sie sich in ihrem Kopf? I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. I don't suppose you remember how to get dragons. Straight ahead.
need to go left, I think. Guck mal, da ist eine Koboldzeichnung. Da sind die beiden hohen Kobolde. Nach den Kobolden wieder links. Ach, vielen Dank. Wow, can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Ach, drehen nur. Ich dachte, man könnte auf dem rumquieten. Man sich den Arsch von ihm anschauen. Ja, schön. Du hast auch einen netten Popo. Nope, it was on the right. My bad. Koboldhöhle, Schatzkammer. Okay, gucken wir noch mal kurz in die Schatzkammer hier rein. Feines. Wait, that was our treasure? It's just trap. Pink. It always had to be pink. Past the treasure. Straight ahead. You know, I almost convinced myself our voice was just another childhood fantasy. Me too. But we really are connected. Fasziniert davon, dass amerikanische Häuser immer keine Keller haben, sondern nur leeren Bunker unter sich. Auf. Sieht man ja ganz oft in so Filmen. Wir lernen noch eine Runde Schlitten fahren. Dafür, dass es jetzt seit Jahren leer steht, ist es ganz schön sauber da drin. Also kein Staub, keine Spinnenweben. Junge, Junge. Oder vielleicht ein bisschen Staub, keine Spinnenweben. Tyler, are you in there? Tyler! Coming! Are you okay? I'll live. Good to hear your voice again. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it. Well, we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Da werde ich mich ganz lange dran austoben können, garantiert. Wenn ich mir jetzt jeden Bullshit hier drin angucke. Ja, gut. Wenn ihr was Interessantes sehen wollt, ich habe gehört, irgendwie... Auf einem anderen Kanal wird es was Cooles geben. Broken shelf, broken char. Hier gibt's nur. And the washing machine, broken. Quatsch mit Björn. The dryer never worked to begin with. Einem melancholischen Spiel. I hated hanging drippy laundry. Witziger I refused to change for a few weeks once. Marianne's room. Let's not go in there until we absolutely have to. Irgendwie erst dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Okay. Gut, dann kommen wir nach diesen schönen Masken hier. Guck dir das doch an. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Are these authentic, Clinkett? I doubt it. I'm surprised Marianne would buy fakes. 20 years ago, everyone was buying them. Huh. This bathroom still smells like Marianne. Good scrub and we'll be rid of that. Dass sie sich überhaupt so unterhalten können. Ich kann kein Wort von ihr verstehen, weil sie 8 Milliarden Meter entfernt ist.
Not a total disaster, Ronan. What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation? Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. Like we were lab rats. Sie da hinten? Ja, so we were so competitive about who measured taller. Like, Edison we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. Was ist das hier? Lass mal hier durch! Ich häng fest, ich komm nicht mehr weg! Das Spiel hat mich weggebackt. Mein Gott, Olle, ey! String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. Ich weiß ja nicht mehr, was was ist. I love fixing things too. Header installs, swapping cams. Those are car things, right? No, those are hot. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, best mom. You think we ever really believed that, or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Ooh. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Aber Tyler vielleicht mal eine Olivia? What are you reading? A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, she pinched every penny. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. We were. Just not like she thought. You think she knew we were sharing answers? We shared for fun. We both knew them all anyway. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. She took so many pictures. Yeah. Like she had to- Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. Okay, ich glaube, es wird mal Zeit, nach oben zu gehen, oder? Ach, hier gibt's noch was. Ah, okay. Ja, mein Pad hat auf einmal vibriert. Das habe ich vorhin, das ist gerade schon mal passiert, da habe ich das nicht so ganz gecheckt. Mom! Sorry, what? Not now. Maybe next year. But you promised! Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short, really short. What? Look, I'm tired, and I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Okay. Marianne said no. She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? I didn't realize how much I missed the smell of firewood.
I miss the cold winter nights. Okay, also ich muss mir merken, sobald mein Pet hier vibriert, muss ich die R-Taste drücken. Yeah. Und dann kann ich irgendwas damit Miriam anfangen. Was so tired, she was usually asleep. Das ist ein bisschen schade jetzt, das habe ich jetzt schon mal einmal versaut. Verpasst. We'd use our voice, so we didn't wake her up. Kalender? Ach, den Kalender kann ich mir anschauen. 2005. Of course. The last few months are almost all blank. Only a few appointments. Most of them canceled. What kind of appointments? Hairdressing, I think. Oh yeah. She did that for a while. Bitte nicht hier reinschreiben. Okay. Kann ich jetzt hier rein oder? Okay, wenn es unbedingt notwendig ist. Also, ich schätze mal, ich muss mal nach oben jetzt. Oh, jetzt kommen die Kinderzimmer. Schwesterchen noch da unten abhängt. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Übernahm die Weltherrschaft. Just plotting world domination. Ah, it's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Where'd you come from? Schweif aus zwei Schwertern, haha. Einer Katzenkrieger. Oh, hier kann ich mir nichts angucken, das finde ich ja schon fast verwunderlich. Gut, dann gehen wir mal ins Zimmer. Now this, this feels like home. So much for my dream of being a hockey star. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie, back then. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you call him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Look what I found! Oh, ist ein Tagebuch. Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being ein bisschen at peace. Okay, da haben die mehrere Geschichten geschrieben. Jetzt hier noch mit RB zwischen, also da kann ich auch zwischen den Geschichten her skippen. Das ist eigentlich genau dasselbe, als wenn ich mit, ich kann wieder mit einem Stick nach rechts machen, was oben angezeigt wird mit, da oben hinten angezeigt wird mit L nach rechts. Ich kann aber auch RB oder LB drücken. Völlig wurscht. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Geiles drin in dem Buch? Zack, zack, zack. Wobei hier kommt man dann immer nur auf die erste Seite der Geschichten. Ah, nicht so ganz. Egal. The Mad Hunter gets his hand back. Where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit.
You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't Zimmer. Ja, ich hab's mir. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. Wir haben für einen Ring an der Hand gehabt. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes in dem Zimmer? Es ist sinnvoll, sich hier noch irgendwas anzuschauen. Not whenever we asked for a TV. She just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Hey, you. I just found your twin under the house. Dein Eumel, wenn ich ihn drehe, darf ich bestimmt auch seinen Hintern anschauen. Ja, du hier. Ah, guck, der heißt, der gehört erst. Oh. This one wasn't mine. Ah, deiner war dann der, der unten am Haus lag. Look, it's the game we made. Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Hallo Allison und Olli, wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A and O. Allison and Olli Ronan. So, ich denke, es wird Zeit, Muttis Zimmer unsicher zu machen. Oh, vorher gibt's hier aber wieder was Schönes. Jetzt muss ich erstmal... Bin ich denn? Ja, okay. Dieses Erinnern stand einfach nicht dabei gerade. Ice King finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. And then the title. What do you think? Not bad, right? I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! The Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. So, jetzt ist Zeit. Dann gehen wir in den bösen Raum. Hold up. What? Remember this? Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to.
You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touché. Okay, das Buch der Kobolde. Ist das jetzt die richtige Geschichte schon? Nee, was hat sie gesagt? Welche Geschichte ist es? Mit dem Frosch, ne? Sofort auch. Die erste. Müssen diese irgendwo waren. Symbole zu da. Ja? The Princess Party, das hat sie gesagt. Okay, eines Tages in einem tiefen uralten Wald trug es sich zu, dass die Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Also Pelikandame, Elch und ein Bär. Pelikan, Elch, Bär vielleicht? Are you sure you're gonna be able to crack it? Scheiße, verdammt. Ach komm, ich brauche Hilfe. I need some help. I've got a few ideas. Okay, I read the story. What was I supposed to get from that? Look at the wheels. The symbols are the same as the animals in the story. I think I'm just gonna force this open. You sure? We're not in a rush, and what? Also ich weiß, dass es die Tiere aus der Story sind. Das ist halt klar, der alte. Auch da und auch das große Froschdame, die ständig vor sich hinquakte. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zuleide tun konnte. Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte. Als sich am Himmel Wolken zusammenzogen und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ sich auf Kosten der anderen gut gehen. Okay. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rand des Bergteils drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden, weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündete die gemeine Feen. Die gemeinen Feen. Haben wir sie vor dir verborgen, aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat und du hältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel. Darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die dritte Schachtel. In ihrem Innern befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Sagte die Prinzessin. Jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere.
Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Liebe Feen, sagte sie, ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes Tier und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, nachdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald beginnt. Okay, das erste ist, so, die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Darin befand sich eine Fackel. Sie wurde einmal entfacht. Die Wahrheit enthüllte, sagte die Prinzessin, jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. So. Muss ich mir das nochmal kurz durchlesen. Okay, der Bär ist auf jeden Fall der für die Verteidigung. Der Bär ist für die Verteidigung. Der kommt dann als zweites. Alright, one more try. Der Bär ist für die Verteidigung. Das war das zweite Geschenk. So. Oder? Das war doch richtig. Das war das zweite Geschenk. Magisches Schwert. Geschenken, um mich zu verteidigen. So, das erste war... Jemand möchte, dass ich mich im Dunkeln nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Das war die Fackel. Und das dritte war... Ich möchte, dass ich Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, und Kleidung, wenn ich friere. Das ist der Pelikan. Drei ist der Pelikan. So. Jetzt kommt es aber auf 1 an, und zwar das Essen. Da bin ich jetzt mal ein bisschen nochmal... Okay. Ne, 1 war... Warte, 1 war... Alles sehen kann, okay. Richtig und falsch auseinanderhalten. So, der Bär bot der Prinzessin an, sie zu tragen, damit keiner was zu Leide tun könnte. Der Elche als erstes, ne? Der Elche als erstes, der hat die Feenlichter aufgepackt. Tada! Okay, ein bisschen düster darin. Oh Gott, wenn man da reinkommt, dann geht's sowas an. We're in. Das ist aber ein creepy Zimmer, die Olle. So many years, I expected this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Oh Gott, gibt's hier noch mehr Rätsel? So. Okay, hier, ich habe hier wieder irgendwo was entdeckt. Irgendwo hier gibt es... Da. I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. To tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. Okay. I've had so much on my plate lately, and
They're convinced I'm the enemy, and I don't know why! I need them. I need my goblins. I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this, as if she's still here, it's... It really sucks. She was really coming apart those last few months, wasn't she? It's here. Es war jetzt nicht so schwer in der Schublade. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Steck mal besser vor ihm. Macht sie jetzt wahrscheinlich auch. Tyler. Tyler. What? Look. Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I've finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Okay. Yeah. I think I need some air. Ich glaube, da im Türrahmen ist die Luft nicht so sonderlich frisch.